Herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zur besten Aktienanalyse 2020. Beste Aktienanalyse 2020, also für ein ganzes Jahr. Große Worte, wie kommen wir darauf? Haben wir das selbst gekürt? Nein, das habt ihr gekürt. Ihr als Mitglieder im Aktienfinder, ihr habt euch für die beste Aktienanalyse bzw. die besten Aktienanalysen des letzten Jahres entschieden. Ihr habt dafür abgestimmt, viele Stimmen abgegeben. An der Stelle vielen Dank an euch. Und wir werden jetzt in diesem Video den Aktienfinder Award vergeben. Das jetzt zum ersten Mal. Und das wird dann was Periodisches sein, was wir jeden Monat machen werden. Das ist ein Programm von und mit der Finanzcommunity. Wir sind ein Teil der Finanzcommunity und wir sind stolz auf die Finanzcommunity. Und wir wollen natürlich, dass es so bleibt und versuchen, unseres zu tun, um das zu fördern. Wir haben dann auch einen der Sieger hier tatsächlich zu Gast und das wird dann auch ein Live-Interview. Zuerst möchte ich aber mal vorstellen, worum es jetzt geht im Aktienfinder Award, beziehungsweise wie der Sieger ermittelt worden ist. Und ihr habt auch direkt was davon, denn das hier ist das Verzeichnis und das blende ich jetzt mal kurz ein. Hier ist das Verzeichnis der Aktienanalysen der Finanzcommunity. Das ist eine große Erfolgsgeschichte, worüber oder worauf wir auch stolz sind. Das heißt, hier sind mittlerweile 56 Autoren versammelt, die hier ihre Aktienanalysen hinterlegen und die sind alle für euch kostenlos einsehbar. Mittlerweile über 1.500 Aktienanalysen hier aufzurufen für über 400 Aktien. Und wie du hier an den Sternchen sehen kannst, sind diese Aktienanalysen bewertbar. Und davon habt ihr schon regen Gebrauch gemacht. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und wir haben jetzt eine Auswertung gemacht. Und in dieser Auswertung haben wir geschaut, welche Aktienanalysen am besten abgeschnitten haben aus dem Jahr 2020. Und wir haben auch einen Blogartikel jetzt parallel zu dem Video und präsentieren wir dann hier dir in diesem Artikel, welches tatsächlich die besten Analysen sind. Und die zwei besten Analysen getrennt in geschriebenen Artikel und YouTube-Video, die werden ausgezeichnet mit dem Aktienfinder Award. Und das ist tatsächlich was Physisches hier. Also hier ist der Aktienfinder Award. So sieht das Ganze aus. Man sieht jetzt die Gravur, wie ich hier sehe, nicht so richtig. Aber es sieht wirklich schön aus und das ist die andere Analyse, halte ich jetzt auch mal hier rein, auch wenn man da nicht allzu viel sieht. Sind also zwei Preise für zwei Analysen, einmal für das beste YouTube-Video und einmal für die beste geschriebene Aktienanalyse. Und jetzt kommt großer Trommelwirbel, wer hat denn eigentlich gewonnen? Und das zeige ich euch jetzt hier. Wir gehen zum erst zur besten Aktienanalyse und wir haben die 10 bestplatzierten Aktienanalysen hier hinterlegt. Hier siehst du sie. Und gewonnen hat Finanzfunk erst auf Platz 1 und nicht nur auf Platz 1, sondern auch auf Platz 3, auf Platz 4 und auf Platz 7 plus Platz 10. Das heißt, Finanzfunk hat sich hier mächtig ins Zeug gelegt im Jahr 2020 und er glaubt, er tut es noch immer. Und seine Aktienanalysen sind sehr, sehr gut angekommen bei der Aktienfinder-Community oder bei der Finanz-Community insgesamt. Und herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und jetzt kommt die große Überraschung. Hier ist er nämlich. Finanzfunk ist der Konstantin. Hallihallo. Hallihallo, vielen lieben Dank. Ja, schön auch, dass du dabei bist, dass du dich live dazugeschaltet hast. Wir werden gleich das Vergnügen haben und länger miteinander reden. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück, weil es gibt ja noch einen anderen Gewinner parallel zu dir für die beste YouTube-Aktienanalyse. Und das zeige ich auch noch kurz. Und das wäre hier dann zu sehen. Und da hat der Dividenden-Check gewonnen mit so einer Compilation, sage ich mal. Es ging um British American Tobacco, aber es kam auch noch andere Aktien davor, Philip Morris, Altria, und auch er hat eine sehr gute Bewertung bekommen, die beste Bewertung. Das heißt, wie gehen wir davor? Vielleicht nochmal bei der Ermittlung der beliebtesten, besten Aktienanalyse. Wir schauen auf die Bewertung. Das heißt, zum einen gucken wir gehen von einer gewissen Anzahl der Stimmen aus. Sobald eine gewisse Anzahl an Stimmen überschritten ist, nimmt dann die Aktienanalyse automatisch teil am Aktienfinder Award, sind 10 Stimmen, die müssen überschritten werden. Und dann gehen wir von der Bewertung aus.
die beste, am höchsten bewertete Aktienanalyse, die ist dann halt entsprechend vorne. Und das war hier einmal Dividendencheck bei den YouTube-Videos. Danach kam Investment Monkey, Zahltagsstrategie und Investment Monkey nochmal. Und dann auch Sparfuchs, Finanzen kann jeder. Und dann erneut Investment Monkey und Real Finance Fan auch mit in den Top 10. Und gehen wir jetzt nochmal ganz kurz hoch zu den besten, am besten bewerteten geschriebenen Aktienanalysen. Da hatte ich es ja schon gesagt gehabt, aber hier haben wir auch noch andere. Aktienliebe auf Platz 2, dann Geld und mehr, intelligent investieren, Beamteninvestor und dann auch nochmal Aktienliebe. So, das sind also die Top 10 jeweils in den beiden Kategorien und das kannst du dir dann alles in Ruhe nochmal anschauen. Und wenn du dir dann die einzelne Aktienanalyse anschauen möchtest, kannst du den entweder hier draufklicken, auch draufklicken auf die Gewinner oder du kannst auch einfach hier im Verzeichnis ganz einfach suchen. Gewonnen hat jetzt nämlich die Aktienanalyse von Finanzfunk für Warta und kannst du hier einfach in der globalen Suche beispielsweise Warta eingeben. Dann siehst du hier die ganzen Aktienanalysen und hier ist dann die vom Finanzfunk und die zeige ich jetzt mal noch ganz kurz. Das ist nämlich wegen wirklich schöne Aktienanalyse, die mir auch schon vorher aufgefallen ist. Und ich habe die übrigens gelesen, bevor ich selbst Warta gekauft habe. Ich bin nämlich in Warta investiert, tatsächlich. Nochmal kleiner Hinweis vielleicht, unsere eigenen Aktienanalysen vom Aktienfinder-Blog, die sind nicht, also die nehmen nicht teil im Aktienfinder-Award. Das würde ja leicht nach Schiebung riechen, deshalb verzichten wir da mal drauf. Also hier ist die Aktienanalyse vom Konstantin von Finanzfunk, die ich sehr gut gefunden habe und immer noch finde und die auch, wie ich wirklich investigativ ist. Also hier wird nicht nur der Geschäftsbericht irgendwie wiedergekaut, sondern hier sind viele eigene Gedanken drin und das ist wirklich was Investigatives. Und wenn ich einfach nur hier runter scrolle, seht ihr schon, dass das eine sehr umfangreiche Aktienanalyse ist und hier wird es dann langsam investigativ oder ist es schon, hier werden Warta-Batterien durch die chinesische Konkurrenz ersetzt. Viel Videorecherche auch gemacht, der Konstantin, und lange Rede, kurzer Sinn, könnt ihr einfach mal lesen, seine anderen Aktienanalysen natürlich auch und die von den anderen Aktienanalysten selbstverständlich auch. Jetzt gehen wir aber wieder live zum Konstantin, hier ist er und wir interessieren uns jetzt natürlich ganz stark für die Person hinter diesen Aktienanalysen. Ja, Konstantin, erzähl doch mal, wie kommst denn du dazu, hier Aktienanalysen zu schreiben und auch noch kostenlos hier bereitzustellen für die Allgemeinheit? Ja, da hast du natürlich auch ein bisschen Mitschuld daran, dass ich die Aktienanalysen geschrieben habe. Ich interessiere mich schon länger für das Thema Börsen und Aktien und bin da auch schon seit vielen Jahren aktiv. Und im letzten Jahr, also während dem Corona-Crash, während der Lockdown-Phase, wo alles dicht war, dachte ich mir, jetzt ist doch der perfekte Zeitpunkt, dass ich auch mal meine Aktienanalysen auch anderen Leuten zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, das war auch im Jahr 2020, im letzten Jahr, wo du das Verzeichnis eingeführt hast, oder? Ja, also Ende 2019 habe ich es eingeführt, im Herbst. Der Grund ist einfach gewesen, dass ich halt versucht hatte, hier eine Plattform nochmal zu bieten für unterschiedliche Analysten, so wie dich, damit sie halt sofort ein bisschen Reichweite haben, auch als Motivation. Also das Verzeichnis ist ja jedem zugänglich, insofern halt die Qualität soweit stimmt. Dann schreibt man mir einfach eine Mail. Und hast du mir auch eine Mail geschrieben damals? Ich habe dir auch eine Mail geschrieben damals und du hast gesagt, ja, die Analyse ist super, passt, kann gerne ein Verzeichnis. Und genau, ja. Okay, und wie viel hast du damals bezahlt an Bestechungsgeldern? Gar nichts. Das war nicht so viel, damals war es nur noch günstiger. Damals war es noch günstiger, genau. Nee, also auch hier an der Stelle der Aufruf, also wir sind da ganz frei, also Reichweite spielt keine Rolle. Ja, genau, dann hast du die da reingestellt und dann hat es geklappt, ja. Die erste Analyse war nicht Harter gewesen, sondern? Die war Activision Blizzard. Activision ist auch so vorgegangen, also schon wie du gesagt hast, ist natürlich ein super Tool dafür, dass man am Anfang einfach ein bisschen Reichweite kriegt, weil gerade als wenn man die Website erst neu erstellt hat, dann taucht man natürlich nicht auf Google auf. YouTube-Videos mache ich auch nicht, das heißt, da war ich auch nicht irgendwie zu finden. Und dann ist natürlich schwierig, Reichweite zu bekommen. Klar, es gibt die ganzen Facebook-Gruppen, das ist natürlich auch immer eine super Möglichkeit. Aber da dachte ich mir gerade, das Verzeichnis, das ist doch perfekt. Da analysiere ich einfach die Aktien, für die ich mich interessiere.
und wo es auch noch keine Aktienanalysen bisher gibt. Und genau, da dachte ich mir, die Activision Blizzard-Aktie ist ja ganz spannend. Und dann habe ich dann genau die erste Analyse dazu geschrieben, auch bei dir dich gemeldet. Und dann ist sie auch direkt im Verzeichnis gelandet. Und ja, es lief auch dann, war auf jeden Fall ein guter Start. Okay. Und mittlerweile hat sich das so verselbstständigt, beziehungsweise du bleibst jetzt immer am Ball und Aktienanalysen schreiben macht Spaß. Und das hilft dir auch für deine eigene Investmententscheidung, nehme ich mal schwer an. Ja, absolut, absolut. Also ich habe auch schon davor natürlich immer die Unternehmen analysiert und mir Gedanken gemacht und alles durchgeschaut, aber halt noch nicht zu Papier gebracht, könnte man sagen. Ich mache ja alles, oder nicht auf die Website gebracht, wenn man so sagen will. Und das ist natürlich jetzt eine super Möglichkeit, wenn man jetzt selbst analysiert, weil dann beschäftigt man sich auch nochmal selbst tiefer. Du kennst es ja wahrscheinlich auch, wenn man dann wirklich so einen strukturierten Artikel schreibt, dann sortiert man die Gedanken nochmal. Und das hilft natürlich dann auch selbst und vielen anderen Lesern. Definitiv, das merke ich auch immer wieder. Also du wirst ja sozusagen im positiven Sinne gezwungen durch diese Strukturierung, weil du ja möglichst was Gutes und Hochwertiges dem Publikum bieten möchtest an Inhalt, ist man tatsächlich geneigt, noch besser zu analysieren, als man es nur für sich tun würde, obwohl man ja sein privates Geld sozusagen einsetzt. Also man könnte ja meinen, dass da die Motivation hoch genug sei, wenn du jetzt, je nachdem, wie groß das Budget ist, bis ein paar tausend Euro in eine gewisse Aktie steckst. Aber nein, es ist tatsächlich so, wenn man fürs Publikum was macht, und da geht es uns beiden wohl ähnlich, absolut, dann hat es einfach nochmal ein anderes Level. Man gräbt noch tiefer, als man sonst machen würde, weil auch immer so, ja, das ist einfach der Anspruch. Oder du denkst auch, beispielsweise bei mir ist auch, wenn ich jetzt einen Livestream mache, dann denke ich auch immer, wenn ich jetzt dann hier oder dort einen weißen Flecken habe, sogar wenn ich selbst sage, da würde ich jetzt persönlich drüber hinweggucken, aber es könnte sein, dass jemand anderes das fragt und dann kann ich es nicht beantworten. Und dann interessiert es vielleicht doch noch mehr Leute, und weil es ist halt für ein breites Publikum, also musst du noch besser sein und dich noch stärker darauf vorbereiten. Ja, definitiv, genau. Und der Blog, den können wir uns ja jetzt mal auch angucken. Ich zeige den mal, wie er aussieht. Also hier hatten wir ja schon die Aktienanalyse. Und ich habe gesehen, du hast also diverse Aktienanalysen jetzt. Hier sind sie. Und die sind alle relativ umfangreich. Mhm. Du hast auch dein eigenes Depot hier. Da kann man also auch sehen, wie du investierst. Und dann hast du ja noch ein bisschen die Performance. Und dann hast du noch deine Top 5 Aktien, wobei ich gesehen habe, das ist so ziemlich fangmäßig, was du da hast. Also die größten 5. Ja, ein bisschen. Die amerikanischen Fang und die chinesischen. Ich glaube, die haben auch einen eigenen Namen. Ich glaube, WAT. Genau. Ja, so ein bisschen mit drin, genau. Also ich habe auch alle Aktien im Depot, muss ich jetzt gestehen. Okay. Bis auf Alphabet, die habe ich nicht. Aber ich bin ja in der Online-Werbung über Facebook vertreten. Da muss man ja nicht bis zu 100% abdecken. Genau. Dann gehen wir mal wieder zurück zu dir hier. Prima. Und wenn ich nur so ein bisschen graben darf in die Aktienanalyse, also wie findest du jetzt die Aktie beispielsweise, die dich interessiert, oder wie bist du da in der Vergangenheit vorgegangen? Einfach so gewürfelt, weil es gibt ja so viele Aktien, die man analysieren kann. Ja, gute Frage. Also ganz am Anfang, da war es wirklich so, dass ich irgendwelche Listen durchgegangen bin. Es gibt ja so klar, glaube ich, die Liste von dem Prime Standard. Das heißt, wo da sind ja tausende Aktien drin, oder auch den Aktienfinder. Ich bin ja, wie wir auch schon vorher besprochen haben, schon ziemlich früh dabei. Und ich kannte dich auch schon an den Anfängen. Und da kann man natürlich auch nach den Filtern die Aktien alle durchsuchen mit so einem Screener. Also am Anfang schon selbstständig noch durchgesucht. Viele Unternehmen kennt man ja auch, wie jetzt Facebook, Amazon oder auch Activision Blizzard. Als Gamer selbst muss man die auch kennen. Später, das wirst du jetzt aber, glaube ich, auch wissen, wenn man da schon länger dabei ist, dann kommen die Aktien zu einem. Da muss man die nicht mehr aktiv suchen. Da bekommt man das schon überall mit, wenn man auch in der Finanzszene drin ist, mit den ganzen verschiedenen YouTube-Videos und auch den ganzen anderen tollen Autoren im Verzeichnis. Da bekommt man ja alles Mögliche mit. Also am Anfang, ganz früher war es noch aktive Suche, mittlerweile bekommt man das schon alles dann mit. Und dann, wenn ich irgendwann mal eine Aktie oder ein Unternehmen interessant finde, dann geht es so langsam los mit dem Screening, mit dem Analysieren und könnte das Unternehmen interessant sein. Also gehst du nach dem persönlichen Interesse
vor als eigener Aktionär, dass du dir aussuchst, welche Aktie du jetzt analysierst, oder spielt auch zum Beispiel eine Rolle, wie viel Reichweite du glaubst, oder wie interessant das Publikum, die Aktie, also wie interessant die Aktie für das Publikum sein könnte. Ja. Man will ja auch gelesen werden, und das Verzeichnis ist schon nicht schlecht, sage ich mal, der Finanzcommunity, um gelesen zu werden. Aber es gibt ja nochmal einen Unterschied, je nachdem, um was für eine Aktie es sich handelt. Also, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also am wichtigsten für mich ist tatsächlich aber immer, dass ich mich selbst dafür interessiere, weil sonst könnte ich keine richtig gute, ausführliche Analyse schreiben. Und ich glaube, man würde das dann auch merken, dass ich einfach jetzt nur das mal runtergeschrieben habe. Das ist mir schon wichtig, dass ich mich wirklich für das Unternehmen interessiere. Und deshalb auch alle Analysen, die ich selbst analysiert habe und wo ich dann auch irgendwie zum Kaufen bin, die habe ich dann auch oder hatte ich selbst im Depot, weil die mich einfach selbst interessiert haben. Ein anderes Beispiel, wo es vielleicht eher von außen kam, wäre, also ich habe auch immer Abstimmungen gemacht in der Gruppe, jetzt in letzter Zeit nicht mehr, weil ich schon so ein paar habe auf der Liste, aber ein gutes Beispiel wäre vielleicht, der war eine Gaming-ETF. Moment, ich habe gerade hier die Gruppe, weil du das jetzt gesagt hast. Also hier gibt es auf Facebook die Finanzgruppe, die ist jetzt von dir, ne? Hochwertige Aktienanalysen. Also nicht von mir gebrandet, würde ich mal sagen, aber das ist eine rein öffentliche Gruppe, die heißt hochwertige Aktienanalysen, und die fokussiert sich wirklich auf die einzelnen Unternehmen. Also nicht nur Aktienanalysen, da kann jeder auch Artikel schreiben, so wie jetzt man auf der Startseite auch schon sieht. Genau, da hat jemand auch eine Aktie vorgestellt und ein Unternehmen, das im Depot hat, wo ich gesagt habe, hey, also da hat immer einen Kommentarbereich geschrieben, und dachte ich, ja, ist doch cool, stell doch mal dein Unternehmen vor. Und bei vielen Gruppen ist es, glaube ich, ein bisschen ärgerlich, wenn man da durchgängig immer diese ganzen Sachen zwischendurch liest und die Fragen, und habt ihr die Dividende jetzt auch schon im Depot und solche Zwischenfragen, die man einfach schnell auch mal googeln könnte. Und die Gruppe ist wirklich, die richtet sich auf die Unternehmen selbst und auf Aktienanalysen. Also da soll es nur um die Unternehmen gehen, um Artikel zu den Unternehmen und Analysen und alles Mögliche drumherum. Genau, also die ist öffentlich für alle. Da ist jeder herzlich eingeladen, seine Analysen zu posten, solange die frei zugänglich sind und die Qualität stimmt natürlich. Ideale Ergänzung zur Aktienfinder-Community, die es ja auch auf Facebook gibt. Wir sind auch natürlich auch Mitglied. Genau, und ich bin hier drin, wie man sehen kann, sonst könnte ich ja nicht dir das hier zeigen. Ja. Prima. Und wenn du so eine Aktienanalyse schreibst, also du hast jetzt die Aktie ausgesucht, wie gehst du jetzt davor und wie intensiv ist die Arbeit und wie lange dauert es am Ende aller Tage, bis so eine Aktienanalyse dann steht von dir? Also bei mir ist es schon sehr, sehr ausführlich. Also da dauert es auch mal, bis eine neue Analyse kommt. Meine Newsletter-Abonnenten oder die Gruppenmitglieder werden es wissen, dass es manchmal ein bisschen dauern kann. Aber dafür nehme ich mir auch sehr viel Zeit. Also es dauert auf jeden Fall ein paar Wochen, immer so 2-3 Wochen. Und wenn man es jetzt nur auf die Stunden nehmen würde, je nach Analyse, Warte war zum Beispiel ein bisschen ausführlicher mit meinen YouTube-Recherchen. Aber so 30 bis 50 Stunden kommen da auf jeden Fall schon mal zusammen. Und ich versuche am Anfang erstmal eine grobe Struktur zu machen und recherchiere dann auch ganz breit. Also nach allen möglichen Foren und Tools. Bei der AMD-Analyse war es zum Beispiel der Fall. Die sind ja auch mit ihren Grafikkarten und Prozessoren in der Gaming-Community breit vertreten. Da schaue ich mir dann auch verschiedenste Videos an, von Gamern oder Tech-YouTubern, wie die denn diese Artikel und die Produkte bewerten. Oder wie man jetzt auch hier sieht bei der AMD-Analyse, da hat der CEO, also Lisa Su, eine super interessante Persönlichkeit, und die spielt eine extrem wichtige Rolle, weil ohne sie gäbe es AMD gar nicht mehr wahrscheinlich, oder AMD wäre auf jeden Fall nicht da, wo sie jetzt wären. Und wenn ich das merke bei meinen Recherchen, dass das ein wichtiger Faktor ist, dann widme ich dann auch einen großen Teil eben diesen Punkten, wie jetzt zum Beispiel zum Geschäftsführer von AMD oder Geschäftsführerin. Und das kommt immer drauf an. Also ich versuche wirklich komplett individuell das Unternehmen zu beleuchten und nicht nach vorgefertigten Strukturen. Also das entwickelt sich dann immer mit dem Unternehmen. Okay, also du grabst da schon ziemlich tief über zwei, vielleicht sogar drei Wochen verteilt, je nachdem. Du bist ja Student, ne? Das heißt, du hast ja auch mal mehr oder weniger Zeit dafür. Du machst das alles, ich sage jetzt mal, ehrenamtlich für die Allgemeinheit.
Und dann so, wie waren das, 20 bis 30 Stunden, je nachdem, steckst du dann da schon rein und noch mehr? Je nachdem, es können auch mal mehr sein, genau, also je nach Analyse und wie das sich ergibt und wie das sich entwickelt und wie du es auch vorher schon angesprochen hast, je nachdem, wie viele weiße Flecken es so gibt, die man noch irgendwie ausleuchten muss, kommt natürlich immer auf die Unternehmen an. Bei Warta, die Analyse, die ja auch gewonnen hat in der Abstimmung, da war es ja damals so, dass auch gar nicht ganz klar war, mit denen, wer die Zulieferer sind, in welchen Produkten die Batterien drin sind. Und deshalb wollte ich da auch für mich selbst ein bisschen Klarheit und habe da die ganzen YouTube-Videos, also so Teardown oder Breakdown nennt sich das dann, wenn man diese Kopfhörer und alles auseinander nimmt und schaut, was da so drin ist. Und von denen hat natürlich keiner jetzt auf die Warta-Batterien geachtet, deshalb muss ich teilweise Frame für Frame da durchklicken, dass ich, ob ich sehe, ob ich da den Warta-Schriftzug in der Batterie sehe, weil ich einfach wissen wollte, wie sieht es denn wirklich aus, in wie vielen Kopfhörern sind die denn drin? Und weil damals halt auch die Diskussion war, mit dass die ersetzt werden von der chinesischen Konkurrenz. Und da war auch, glaube ich, noch nicht ganz klar, dass sie Kunde von Apple sind. Das war da schon, hat sich schon angedeutet. Aber ich glaube, damals zum Zeitpunkt der Analyse war es noch nicht eindeutig. Mhm. Und genau, deshalb habe ich mich dann dort auch viel eingearbeitet. Und das dauert dann natürlich ein bisschen länger. Ja, absolut investigativ, wie ich eingangs erwähnte. Genau. Und du lässt auch erst dann locker oder du sagst auch erst dann, die Aktienanalyse ist fertig, wenn du rundum zufrieden bist und halt alle weiße Flecken ausgeleuchtet hast, dass du dann irgendwie an die Lust vielleicht verlierst, nachdem du da schon 30 Stunden oder so reingesteckt hast und dann irgendwann mal sagst, jetzt langt's. Du hast auch gesagt, du hast eine Freundin beispielsweise, könnte ja auch sein, dass die irgendwann auf die Barrikaden geht. Das ist nicht der Fall. Also du veröffentlichst nur Sachen, von denen du dann auch überzeugt bist, dass die fertig sind. Wichtiger Punkt, auch liebe Grüße an der Stelle und vielen Dank für die Geduld. Also auch ist auch so, also ich nehme immer die Zeit, aber oft ist es dann so, dass am Ende doch dann in den Endspurt geht und dann, wenn die Analyse, ich veröffentliche die natürlich immer gerne am Wochenende, wenn die meisten Menschen frei haben und Zeit haben und auch mal in Ruhe für sich recherchieren und solche Artikel auch lesen können. Mhm. Und dann ist schon oft so, dass dann Samstagmorgen Frühstück und dann weiß meine Freundin auch, jetzt bin ich erstmal abwesend die nächsten 5 Stunden, bis die Analyse draußen ist und dann muss ich die auch noch posten und dann ist schon oft, wir wollten nach Mittagessen, ja, ich muss jetzt nur noch auf Facebook posten, noch den Newsletter raus und dann dauert schon noch oft am Ende nochmal ein paar Stunden und das kann sich schon auch ziehen. Aber das klappt dann schon. Also gerade am Ende, wenn man, wie du auch schon gesagt hast, wegen so Rechtschreibfehler und solchen Sachen, man kennt die Analyse schon und man hat da, man ist da ein bisschen betriebsblind, hast du es, glaube ich, genannt. Und dann am Ende, da ist man schon ein bisschen ausgelaugt manchmal. Aber dann ist er auch fertig und dann ist es auch schön zu sehen, das Feedback der Community, wie die Analyse ankommt auf den Kommentaren. Viele sagen auch, oh, super, hat mir weitergeholfen, da wollte ich gerade irgendwie kaufen oder wollte einen Artikel dazu, das passt perfekt. Und das freut dann natürlich immer und der ganze Stress und der ganze Aufwand, der verfliegt dann auch schnell wieder. Und, ja. Genau, ja. Ja, ich habe jetzt auch zum Beispiel gesehen gehabt, apropos Feedback, hier, du hast ja dann auch Kommentare da unten. Und der allererste Kommentar am 8. Oktober 2020, das ist einer unserer Analysten, der für uns schreibt, ist der European View. So schließt sich der Kreis. Und was hat er gesagt? Respekt, großartige Analyse. Ja, prima. Ich finde es aber auch ganz wichtig, jetzt, was du gesagt hast, was man jetzt mitbekommen hat, war, wie viel Zeit so eine Aktienanalyse, wenn sie wirklich rund sein soll und wenn sie auch ein bisschen investigativ ist tatsächlich und nicht in Anführungszeichen einfach vom Geschäftsbericht ein paar Sachen kopiert oder irgendwelche Grafiken noch rauskopiert, gibt es ja auch, wie aufwendig das ist und dein ganzer Einsatz, das ist ja auch wichtig, dass was bei rumkommt. Also egal, was man schreibt, wenn man Autor ist, dann möchte man ja auch gelesen werden. Das ist jetzt also der Normalfall. Und wenn das nicht passiert, wenn man kein Feedback bekommt, dann setzt dann relativ leicht Frust ein. Bei YouTube-Videos ist es sicherlich genauso. Man will entweder gesehen werden oder man will gelesen werden. Und ich glaube, deshalb ist es halt auch so wichtig, dass man halt so Plattformen anbietet, um den Leuten halt auch eine gewisse Reichweite zu geben. Wie würdest du denn da sagen, war das jetzt für dich
wichtig, dass es das Verzeichnis gegeben hat, der Aktienfinder-Community, der freien Aktienanalysen, so wie wir das nennen, ein bisschen sperrig nennen wir das alles hier. Also das heißt, Verzeichnis der freien Aktienanalysen, ja. Das ist natürlich blöde deutsche Sprache so irgendwo. Aber ist es jetzt, meinst du, ist es jetzt so wichtig, würdest du es beurteilen? Oder wenn es das jetzt nicht gegeben hätte, hättest du dann nicht angefangen zu analysieren? Oder also, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich glaube schon, dass ich angefangen hätte, aber der Start wäre auf jeden Fall deutlich schwieriger und holpriger verlaufen. Also ich fand das schon eine super Möglichkeit. Und dadurch, dass ich eh den Aktienfinder immer genutzt habe, schon über, ich glaube, schon 3 Jahre, also ziemlich seit dem Anfang bin ich dabei, hat das super gepasst. Und da dachte ich mir, perfekt, da kann ich ja gerade so die Lücken füllen, die es gibt. Jetzt mittlerweile gibt es kaum noch Lücken, da fast jede Aktie beleuchtet und analysiert. Damals waren es noch viele, dann dachte ich mir, super, da kann ich die Lücken füllen für die Aktien, die ich mich interessiere. Dann habe ich da selbst eine Analyse zu, also schon mal den ersten Pluspunkt. Die Leser haben dann eine Analyse zu und ich habe dann gleich am Anfang schon mal so eine kleine Starthilfe, weil einfach jemand, der den Aktienfinder nutzt, sind ja auch schon sehr viele Menschen mittlerweile. Und die analysieren die Aktie, finden die spannend, sehen dann direkt oben, okay, da gibt es eine Analyse. Und bekommen dann noch meine Meinung oder sehen vielleicht, wie ich das gleiche Tool, also den Aktienfinder auch, aber anders benutze. Also das anhand der dynamischen Bewertung, da kann man ja variieren und frei vorgehen, dass ich zum Beispiel, dass dann jemand sieht, okay, da macht es vielleicht Sinn, den bereinigten Gewinn zu nehmen aufgrund der und der Faktoren. Also ich finde, das war schon ein großer Vorteil. Man lernt dann natürlich auch ganz viele andere Autoren drin. Also viele habe ich auch in meine Gruppe eingeladen, die in dem Verzeichnis drin sind. Und die ich gesehen habe bei den Analysen und dann habe ich dir einfach eingeschrieben, hey, du machst super Analysen, ich habe dich gesehen, du bist auch beim Aktienfinder, die kannst du auch gerne in meiner Facebook-Gruppe posten. Und so versuche ich natürlich in gewisser Weise auch eine kleine Plattform zu bieten, dass man da auch ein paar Klicks und Views erhält und sich austauschen kann im Kommentarbereich dann. Ja, genau, prima. Und so kommt das eins zum anderen und so bauen wir halt alle so ein Netz, ne? Vernetzen uns gegenseitig und fördern uns auch gegenseitig, damit halt die Finanzcommunity das bleibt, was sie momentan ist, weil ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt hier im deutschsprachigen Bereich eine Finanzcommunity geschaffen, die wirklich viel Mehrwert bietet, die wirklich sehr bunt ist. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht so arg im englischsprachigen Raum unbedingt unterwegs. Also der Aktienfinder gibt es auch auf Englisch, also ein bisschen schon. Ich bin auch beispielsweise Autor bei Seeking Alpha ab und zu, wenn ich Zeit habe, veröffentliche ich auch was. Aber ich habe den Eindruck, dieses Bunte, und dass einfach jeder Aktienanalysen veröffentlichen kann und es auch viele tun. Man sieht es ja hier, dass es doch einige Analysten gibt, die halt auch die Inhalte kostenlos ins Netz stellen. Dieses Bunte, ohne dass das jetzt von irgendjemandem monopolisiert und hinter eine Bezahlschranke gesetzt wurde, wie beispielsweise das bei Seeking Alpha ist im englischsprachigen Raum. Ich glaube, da haben wir jetzt hier im deutschsprachigen Raum schon was Eigenes geschaffen, worauf wir so in Summe auch mit Stolz blicken können. Und ich hoffe, dass das weiterhin so bunt bleibt und so viel Mehrwert bietet, dass halt weiterhin so viele Aktienanalysten wie du, Konstantin, weiterhin ihren Input liefern und dass es vielleicht sogar noch ein bisschen bunter wird mit unser aller Hilfe. Gut, ja, und dann würde ich mal sagen, schreibt mir mal zur physischen Preisverleihung voran und wir haben hier, ich halte es mal in die Kamera nochmal, den Preis und dieser Preis, der wird jetzt überreicht an den Sieger. Jawohl, ich gebe das mal, stelle es mal hier ab. Und dann darf der Preis seine Reise antreten an den Konstantin. Und es wird jetzt mal gucken, wie lange er braucht, wie lange er unterwegs ist und ob er gut ankommen wird. Je nachdem, wie viel Verkehr ist. Okay. Genau, ob es irgendwelche Staus gibt oder so oder ob wir an der Grenze hängen bleiben wegen Corona. Ne? Gucken wir mal. Und wie sieht's aus? Ist er noch unterwegs? So. Ja. Ja, vielleicht doch ein kleiner Stau hier auf der Autobahn. Oder unser Büro ist einfach zu groß. Ah ja. Ah, doch angekommen. Jawohl. Und da ist er live. Ja, Konstantin, nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank von der Finanzcommunity. Die haben ja für dich gestimmt.
Auch nochmal danke an den zweiten Gewinner, der Dividendenchecker, der ebenfalls gewonnen hat. Er wird den Preis natürlich auch bekommen, allerdings dann über den postalischen Weg. Danke auch an euch, dass ihr alle so schön zugeschaut habt. Und auch noch interessant, ihr könnt, wenn ihr bewertet, ebenfalls gewinnen, keinen solchen Preis, aber eine Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage. Nämlich jeder, also der ein Sternchen gibt, der eine Aktienanalyse bewertet, der nimmt automatisch an einer Verlosung für die Vollmitgliedschaft über 90 Tage, wie gesagt, teil, sodass jeder was gewinnt. Also wir alle sind die Gewinner. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.